Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum letzten Tag der Es Müllert wieder Woche. Unseren Gegner haben wir hier schon gefunden. Ich glaube, das ist das Halbfinale des Goldpokals oder so. Ich weiß es nicht genau, oder Viertelfinale. Auf jeden Fall mal gucken, was der Gegner für eine Mannschaft hat. Ein Barclays Premier League Team. Ja, ein etwas billigeres, sage ich mal. Walcott, Firmino, Henderson, Jones, Richards, Begovic, Zabaleta, Jack Wilshere und so weiter. Und Anthony da im Sturm. Also eine schlechte Mannschaft auf jeden Fall nicht, aber halt eine billige Mannschaft, kann man so sagen. Beziehungsweise wir sehen uns wieder bei der ersten Szene. Es ist ja heute auch der letzte Tag der Es-Müllert-Wieder-Woche. In der nächsten Woche wird dann halt wieder der normale Ablauf, sage ich mal, kommen. Ein, zwei Folgen die Woche. Aber ihr wolltet ja eine Es-Müllert-Wieder-Woche. Kann ich vielleicht in zwei, drei Wochen nochmal machen? Mal schauen. Mal schauen. Ja, heute auch der neue Mann, Naldo am Schlüssel. Und es leckt. Und ich weiß nicht, wo die Lecks herkommen. Von mir definitiv nicht. Und hier ein schöner Longshot vom Gegner, aber Jan Sommer. Easy, Leute, easy. Zack, weiter auf Götze. Schönes Zusammenspiel hier. Geist, komm, mach ihn. Jawolski. 10. Spielminute, 1:0. Wunderschöne Passstaffette zwischen Geis und Bellarabi. Richtig nice. Und das verdiente 1:0, kann man so sagen. Ja. Ja. Nein. Doch. Kramer. Christoph Kramer. Es gibt aber wenigstens hier eine Ecke. Die wir da einfach hinten hinflanken. Müller auf Karim Bellarabi. Komm, zieh ab, Karim. An die Latte. Komm. Nochmal. Nochmal. Irgendeiner. Nein, so doch nicht. Grätsche. Schöne Grätsche von Naldo. Thomas Müller. Wird hier umgegrätscht, umgezogen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier einen Freistoß. Ricardo Rodriguez. Komm. Nicht lange fackeln. Ach du Scheiße. So, Kramer. Ich denke mal, Kramer werden wir heute auch verbessern. Gustavo Alonso, mal gucken, welchen Spieler wir da holen. Aber ich wäre eher für Gustavo. Ist auch billig. Können wir hier ein paar Münzen plus machen. Aber dafür muss Müller erstmal ein paar Tore machen. Weil dann kriegen wir einen schönen Müller-Münzen-Boost. Haben wir ja schon lange nicht mehr bekommen. Ah, den haben wir. Den haben wir. Aber Müller bekommt ihn schön von Götze. Mario Götze. Geht vorbei, Mario Götze spielt dann nochmal Müller an und Thomas Müller macht das 2:0. Boom, Junge. Richtig nice, 35. Spielminute. Ich hätte nicht gedacht, dass der Pass da von Götze so genau ankommt. Ja, habe ich mich getäuscht. 2:0, Müller. Schiri, Junge. Gelb oder, ja, muss gelb eigentlich geben. Es gibt nichts, okay, auch in Ordnung. Und dieses Mal schießt der Johannes Geis. Komm. Schön da an der Ecke, an der Ecke vorbei, an der Mauer vorbei. Und dann volle Power, komm, Geis. Aber der stellt sich auf die Linie. Ich denke mal, sonst wäre er sogar reingegangen. Der sah nicht schlecht aus. Und 2:0 zur Halbzeit. Statistik, ja. Eigentlich klar besser für uns, aber unsere Schussgenauigkeit. Uiuiui, 37%. Wir haben 8 Schüsse und davon sind gerade mal 3 aufs Tor gegangen. Also da müssen wir definitiv noch dran arbeiten. Schönes Zusammenspiel. Piszczek, der rechte Verteidiger hier von uns. Aber wir versuchen natürlich auf Müller zu spielen. Da ist er, Thomas Müller. 3:0. Sehr schön. Da ist mal Piszczek mit nach vorne gezogen und gleich fällt das nächste Ding. Nice, nice, nice. Haben wir schon mal 1000 Münzen heute extra. Weil Müller zwei Dinger gemacht hat. Vielleicht macht er ja noch eins. Kramer hier schön den Ball geholt. Ich denke mal, Kramer werden wir heute auch verbessern. Hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Wir haben Spin von Schöle. Na, 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 na. Aber wir sind im Ballbesitz. Wir sind noch im Nicht. Da geht er hin und mit
dem Tor. Verkürzen Sie nochmal. Okay. 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 3-1 heißt es also jetzt. Schöne jetzt Müller nochmal. Na, macht er noch eins. Jawolski, Hattrick. Hattrick von Thomas Müller. Komm, wir jubeln hier mit dem Kameramann. Nice. Jawohl. 84. Minute. Das eine Gegentor hätte nicht sein müssen, aber ist auch egal. 4-1 oder 3-0. Ist ja quasi rein theoretisch das gleiche. Mal gucken, ob wir noch eins machen können. Gleich hier im Anschluss. Müller. Müller holt sich den Ball wieder. Thomas Müller, Ballrolle. Thomas Müller, nein. Begovic hält ihn. Bringt aber ihn. Nein, war Bellarabi. Junge, und wie es leckt hier gerade. Da kann man noch nicht normal spielen. Schöle. Weiter auf Müller. Müller, 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 Müller. Alter, habt ihr diesen Leck gesehen? Ich hoffe mal, die Elgato nimmt das genauso so auf, wie ich es auch hier auch sehe. Müller, Müller, Götze, Mario Götze, 5-1. Leider nicht Müller, aber egal. Super Mario kann ja auch mal ein Türchen machen hier. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Dann müsste das Spiel eh auch gleich vorbei sein hier. Schiedsrichter lässt, beziehungsweise der dritte Offizielle lässt eine Minute nachspielen. Müller, ja okay, dann habe ich zu lange gewartet, hätte ich gleich, zack, weiterspielen sollen. Aber zack, zack, weiterspielen kann man jetzt hier eh nicht, weil es leckt wie keine Ahnung was. Aber wir haben 5-1 gewonnen. Müller, bester Spieler. 1500 Münzen dazu, 2100, das heißt wir haben 4.900 Münzen heute zur Verfügung. Oder soll ich nochmal 500 Münzen extra nehmen, weil Müller bester Spieler geworden ist? Ich glaube, das mache ich. Das heißt, 5.400 Münzen. Ja, 5.400 Münzen haben wir heute zur Verfügung. Und Gustavo, der ist nicht teuer. Und Müller, es gibt ja heute ein Thomas Müller Tore Pack. Beziehungsweise ich werde einfach zwei Packs ziehen, da ich die Packs hier noch habe. Ziehe ich einfach jetzt beide. Mal gucken, ob wir vielleicht einen guten Bundesligaspieler bekommen. Das erste Pack. Geil. Muniesa. 75er Bewertung. Läuft definitiv. Lehmann. Ja, okay. Das ist zwar ein Bundesligaspieler, aber den können wir nicht gebrauchen. 1500 Münzen ist nice. Das heißt, wir haben nochmal 1500 Münzen extra. Wie viel hatte ich eben? 5100. Das heißt 6600. Ne, 5400. 6900, oder? Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Doch, 6.900 Münzen. Jetzt hier nochmal ablegen. 1.100, 1.200, 6.900, 8.100. 8.100. Wenn ich mich verrechnet habe, ist auch nicht so schlimm. Haben wir halt ein paar mehr Münzen zur Verfügung. Zweites Pack. Und da haben wir genauso eine Scheiße drin. Da kann ich eigentlich gleich alles ablegen. Außer das Santiago Bernabeu. Also alles ablegen. Nochmal 1.300 Münzen. Das heißt, 9.400 Münzen haben wir heute. Also haben wir ein paar Münzen doch noch mehr bekommen. Auf jeden Fall gibt es heute Luis Gustavo für Christoph Kramer. Klare Sache, so machen wir das. Leroy Sané, Tschüssikowski. Und jetzt holen wir uns Gustavo. Beziehungsweise Gustavo habe ich schon am Verein, aber ich gucke, wie teuer der billigste Gustavo ist. Und ziehe diesen Preis dann einfach von meinen, beziehungsweise von unseren Zählerstand da unten rechts ab. 1200 Münzen, okay. Für 1200 Münzen habe ich, glaube ich, auch meinen gekauft. Mal gucken. Gustavo, haben wir hier eine schöne Wolfsburger Ecke. Rodriguez, Naldo, André Schöle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Spieler wir in der nächsten Folge verbessern sollen. Ja, für 1200 habe ich auch meinen gekauft. Ich denke mal Geis oder Schöle. Ich denke mal einen von den beiden. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Haut rein!